Okay, hallo lieber Chat. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Was habt ihr letztes Mal gemacht? Okay, pass auf, wo bist du überhaupt? Komm mal hoch. Danke. Nein, komm hoch. Ja, Peter, was musst du mir denn jetzt krasses zeigen? Hier, die Kiste. Welche? Wir haben eine Abkürzung. Alter! Wir haben eine Abkürzung im Nether gebaut zur Festung. What the fuck? Wir haben jetzt zwei Bewacher-Golems. Ja, der eine ist bei den Schärfen, bei den Kühen reingelaufen, der andere bei den Hähnchen. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber naja. Geil! Böse Hühner. Ein paar Hühner sind Alter, was habt ihr denn? Wie viel habt ihr denn vermehrt? Holy shit, ich bin stolz auf euch. Ja, da konnte man. Dankeschön, Jonathan. Oh, stimmt. Jay, du müsstest für uns was überprüfen, indem du mal kurz in den Nether gehst. Ja, das wäre ganz nett, wenn du das mal ganz kurz tun würdest. Ja, du stirbst auch nicht. Also, ich versprochen, du stirbst auch nicht direkt oder so. Aber du müsstest trotzdem mal kurz nachgucken. Aber beweg dich vorsichtig. Ja, beweg dich. Was habt ihr denn gemacht? Ich nehme mal ein paar Heal Potions mit. Ja, nimm mal ein paar Heal Potions mit. Besser ist das. Irgendwas mit Schweinemenschen habe ich gesehen. Wer hat denn den Schweinemensch angegriffen? Angriff kann man das nicht nennen. Pass auf, also folgendes passiert. Ich habe gegen einen Ghast im Drainshide gewonnen. Ja, ich habe den voll zerstört. Und der Pfeil, der dann aber noch flog, als der schon tot war, der hat komplett einen Schweinemensch getroffen. Der guckt mich nur an. Gehst du dem hin? Der macht mir nichts. Ich kenne das neue Entchen. Mag dich. Ich stehe neben dem. Was macht der da gerade? LOL! Alter! Jetzt, wo Bram da ist, greift er mich an. Er ist gerade in den Nether gegangen. Bram triggert die? Bram triggert die? Das ist ja echt interessant. Alter, ich hab dir überhaupt nichts getan. Okay, was machen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt der Plan überhaupt? Für? Für End. Ich bin ein Huhn, was stirbt. Das ist ein schönes Geräusch. In der Tränkekiste. Meine kurze Frage. Was ist das hier für eine Armee, die bei uns vor der Tür steht? Ah, sind wieder unsere Armbrustfreunde zurück. Wo sind die? Na, die stehen halt 6 Meter von uns weg. Let's kill these motherfuckers. Hat der einen Banner dabei oder so? Alter, wie die einen angucken. Oh, jetzt geht los! Oh, die Armee bewegt sich! Oh, Junge! Harald, Attacke, Harald! Der, jawohl. Harald, wie wär's, wenn du uns mal hilfst, ey! Der passt nicht durchs Tor. Harald ist zu fett! Au! Komm! Harald ist auch nicht mehr das, was er mal war. Grad mal 200 da. Du hast ja gar keinen. Bist du ein guter? Oh Gott, der hat eine Axt! Ah! Ey, das ist der aus Bescheiding! Guck dir an! Hier kommt Johnny! Oh Gott, der hat eine Axt. Der hatte gerade nichts in der Hand und auf einmal zieht er eine Axt. Oh Gott, wo fall ich denn rein? Ja. Nein, Bram, lass ihm den Spaß! Ja, jetzt muss Bram vor dem Axtmann wegrennen und hat Schaden gekriegt. Nee. Oh doch, ja. Oh lol! Der macht 3 Schaden mit einem Schlag! What the fuck? Alter, einbauen, das ist unsere Geheimwaffe. Ich hab nichts mehr zum Einbauen. Oh shit, ich hab nichts mehr zum Einbauen! Ich hab nur 2 Herzen! Geht raus, der ist zu gefährlich. Wir müssen ihn leider von dieser Welt verbannen. Nein, wir können es auch schaffen. Komm schon, Bram, bau schneller als dein Schatten. Pass auf. Nee, der, Moment! Jetzt! Nee! Jetzt! Nochmal! Ah. Komm, jetzt hier. Doch, pass auf, der kann ja jetzt, wenn er nochmal hier oben drauf rumläuft, ja, dann. Oh. Ich hab den jetzt nur in der Spitze. Jetzt rennt ihr mit 3 Mann im Kreis um das Ding rum. Das ist schon nice, ja. Mann, das war jetzt belastend. Was wäre denn jetzt am klügsten zu benutzen, um mich zu heilen? Ja, wir werfen sofort einen Trank zusammen, weil wir haben alle gerade ein bisschen auf den Sack gekriegt. Okay, kommt alle mit hier rein. Okay, alles klar. Okay. Nice. Nix. Ich hab 0 gekriegt. Fire Resistance nice, falsch geschmissen. Oh, scheiße, hab ich Fire Resistance. Wow, Peter, ey. Oh, scheiße. Okay, Moment. Ja, oh, yeah, bin voll. Yeah, jetzt fehlen mir nur noch 4. Aufgeschissen wäre voll viel. Nee, Bram, lass da doch mal sein. Oh. Was denn? Warum denn? Was braucht ihr? Oh Gott! Ja, Bram, komm her, ich hab da so einen Zack. Was ist denn jetzt passiert? Hast du den mit einem Ei geworfen? Ja, der ist von einem Ei getroffen worden. Yeah, ich bin voll. Easy, als wenn nichts passiert wäre. Oh Mann, ey, ist das alles belastend. Peter, wir haben irgendwo auf dem Gelände unserer Base, oder nicht wir, Jay hat dir ein Geschenk gebaut. Ja, aber das ist ein Geschenk, da musst du schon nachdenken, sag ich mal, ne? Und man kann sich Perlen ertraden mit Villagern. Wir sollten gleich mal auf eine Expedition gehen. Seht ihr das schon von hier? Was denn? Oh, der ist am falschen Spawn gespawnt, scheiße. Man spawnt immer, wenn man von Nether zurückkommt, außer. Ich finde das gut. Ja, Bram weiß ja nicht, der war ja nicht mehr so im Nether. Aber da steht Edusuki.
Das ist halt echt eine Meisterleistung. What the fuck? Das falsch rumzustellen. Wie hat der denn falsch rum hingekriegt? Ich hab's einfach... Ich hab's da oben mal, der sich doch einfach... Du musst von oben gucken. Wieder. Das ist halt einfach, weißt du, das ist einfach Mindgames. Über 5000. Ja, das ist Games von jemandem, der keinen Mind hat, ja. Da ist was. Nice. Eine Hexe. Na, Hexen. Wo? Na, Hexenhaus abfackeln? Hast du ein Feuerzeug dabei, Bram? Nee, leider nicht. Ja, verdammt, Alter, das wäre echt genial gewesen. Einfach. Aber ich habe einen Iron... Steel, ne? Genau, ich habe aber Flint? Steel habe ich dabei. Ja, scheiße, Steel habe ich auch dabei. Wir brauchen Flint. Da ist Flint. Alles klar. Geil. Verbrennt die Hexe jetzt! Fackel es ab! Ja, aber die ist halt hinten, die ist nicht im Haus. Ja, ist egal. Die schmeißt schon mit Tränken. Warum? Wir fackeln doch nur ihr Haus ab. Verstehe auch nicht. Ja, warte mit der alten Hure. Brenn, du Hexenhaus! Oh Gott! Ja, ich muss sagen, haben wir gut gemacht. Aber ja, Haus ja, wir haben Feuer gemacht wieder, also. Das kriegst du ja noch da, ja. Oh, oh. Ja. Hast du mir gerade eine mitgegeben? Ich dachte, das wäre der. Wenn der Enderman sich jetzt über uns teleportiert, dann. Moment, dann ist unsere ganze Trickserei. Ja. Komm jetzt mal hier, ich hab das Lootschwert. Alter, ich geh jetzt hier runter. Fick dich und deine Mutter, du Hurensohn! So, weg mit dir! Da ist was! Da ist ein Village! Gefühlt sind wir dafür nur 20 Minuten oder so in eine Richtung gelaufen. So, wunderschönen guten Tag, der Herr. Was verkaufen Sie mir denn? Wieso verkauft er mir gar nichts? Verkauf mir was. Nicht plündern. Wieso nicht? Ja, okay, nicht alle handeln. Ja, gut. Braucht nur einen Beruf. Ja, okay. Wir haben jetzt aber leider niemanden gefunden, der einen Beruf hat irgendwie. Feuer geht doch bei Regen aus, oder? Nee. Okay, Leute, wir haben gleich kein Dorf mehr. What the fuck? Wieso brennt das hier? Weiß ich nicht. Ich war frustriert, dass die nicht mit mir handeln wollten. Das ist ja das so ein scheiß Pyromane. Ey, ich hab nur einen Baum angebrannt. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt umspringt auf die Häuser. Oh ja, Boah, jetzt haben wir ein Dorf gefunden und die ganzen Spastis hier sind alles so kleine, ja, hohle Pimmelnasen. Lass sie ausrotten. Ich glaube, ich töte die jetzt einfach. Ich glaube, das sind einfach nur alles dreckige Bettler, die Hand offen halten. Und 50 Pfennig wollen. Können wir nicht eine Leine anlegen an einen und einen mitnehmen? Ich finde das gut, dass wir einen. Dass wir irgendwelche Bewohner als Neuankömmlinge jetzt, ich sag mal so, an die Leine legen wollen, damit sie für uns arbeiten oder sowas. Ja, so funktioniert das. Wir haben gelernt von den großen westlichen Kulturen der Welt. Ja, der weiße Mann kommt und nimmt. Ja, genau. Okay. Ja, lass doch nichts vor töten. Vielleicht verliert noch einer von den Emeralde. Ja, aber wissen echt? Wir machen das hier alle weg? Ja, komm. Brandschatzen und rauben, da sehe ich mich. Die droppen gar nichts. Boah, da versterben alle. Ja, guck mal, der hängt in seinem Bett an. Meucheln. Ermeucheln! Ich habe mich selber angebrannt. Ah! Guck mal, der Chat, da sehe das. Es wird hier ein Dorf ausgerottet. Voller Hass. Und jetzt du. Leg dich dahin los. Oh. Ah, hab ich dich getrollt. Da sind Kinder. Macht sie weg. So, jetzt bin ich befriedigt. Okay, gut. Das ist das Dorf! Geht ab, Jungs. Das Dorf, waren wir schon mal hier? Hier liegt einer im Bett. Das Bett ist. Wach auf, wir müssen handeln. Hallo? Nein, noch nicht abbrennen. Wir kommen in Frieden. Erst, wenn keiner mit uns handeln will. Wir kolonisieren euch. Oh, die haben hier. Erstmal ein Kätzchen. Und die haben ihren eigenen Walter da. Das ist verdammt, Alter. Die wollen alle nicht mit einem reden. Ja, ey, alle arbeitslos. Oh. Scheiß Schmarotz. Wieso haben die keinen Schmied hier? Gott, der holt Feuerzeug raus. Oh, da hat wohl einer in seinem Bett eine Zigarette geraucht. Da brennt das Haus. Ja, laufen wir weiter Richtung Wüste. Vielleicht ist da noch ein Dorf. Ich warne sie mal kurz. Ah, ich habe leider kein Feuerzeug. So schade. Ja. Ja. Lass euch das eine Warnung sein, ihr Schmarotzer. Bin sehr gespannt auf das, was Jonathan gebaut hat. Also das Sinnvolle, nicht der Quatsch. Ich finde das sehr, sehr sinnvoll, Peter. Weiß nicht, ob du das so siehst, aber weißt du, bei die Sims brauchst du ja beispielsweise auch so Bilder an der Wand, damit die sich glücklich fühlen und so weiter. Und immer wenn ich den Sonnenuntergang jetzt betrachte, dann fühle ich mich sehr glücklich.
Toastboot finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut, Chat. Ja. Oh. Ja, super. Peter findet mal wieder nicht Lust. Der findet nur seine eigenen Witze toll. Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Ich lach so sau häufig über deine Witze, Bram. Boah, versuch dich jetzt einzuschleimen, mich auf deine Seite zu schneiden. Nee, aber es klappt. Ist halt wahr. Hat direkt funktioniert. Mann, ey, was haben wir uns dabei gedacht, zu den Wichsern der Hölle zu laufen? Ja, ich dachte halt, wir könnten da geilen Scheiß handeln. Nee, das war auch eine gute Idee. Prinzipiell, dachte, aber. Aufregend und so. Warum haben die nicht gehandelt? Ich meine, der Einzige, der so geizig ist wie die Leute und nichts abgeben, ist Zip. Bram, ich habe ja zu dir was von Amazon bestellt, ne? Ja. Ich habe extra angeklickt in so wenig Einzelsendungen wie möglich. Das ist sehr nett, aber ich wäre auch für dich zweimal an die Tür gegangen. Ja, es sind trotzdem noch 5 geworden. Die kommen alle morgen. Also angeblich ja, ich verstehe das selber nicht. Und immer, wenn die Sonne untergeht, Peter, kannst du immer den Sonnenuntergang betrachten. Der ist wunderschön. Aber du brauchst ein Tutorial. Ja, genau. Hallo, wie man halt einen Flint baut. Peter, du bist on fire. Das sieht echt richtig nice aus, Jay. Guck mal. Ja, danke, sieht echt gut aus. Also, ich finde, das ist gut investierte Zeit gewesen. Ey, komm, ich war wohl heute produktiver als Sebastian. Ja.